Guten Morgen. Es ist Dienstag, 2 Uhr. Jetzt werden wir uns gleich in Bewegung setzen. Richtung Aschersleben. Unsere Rollen loswerden. Schauen wir mal, wie lange das dort dauert. Anschließend geht's nach Schleizladen für Ingolstadt. Also, Räuberbande. Naja, will ich mal nicht so sein. Ihr seid schon ganz liebe Leute. Also ich mag euch. Machen wir los. So. Dann wollen wir uns mal ins Getümmel werfen. Schauen, dass wir hier schön rauskommen. Ach, das war schon nicht schlecht, der Parkplatz hier. Hab schon schlechter gestanden. Hab hier letzte Action, hier war alles voll. Das letzte Action habe ich erwischt. Vor allem standen hier ein Haufen PKWs. Jetzt hier auf dem Autohof. Alter, hier stehen sie aber auch scheiße rum. Das interessiert die aber auch nicht, wie der einer hier durchkommt. Die stehen halt einfach da. Naja. Jedenfalls war ich jetzt hier auf dem Autohof, habe mir hier schnell drei Brötchen geholt. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe ein Tütchen dazu gekriegt, ohne was zu bezahlen müssen. So, und jetzt geht's wieder auf die Autobahn. Dann geht's weiter nach Aschersleben. So, ich fahre nämlich jetzt hier zur B6 runter. Die Verbindung zwischen Goslar und Bernburg, die dann vorzugeht auf der A14. So, ihr seid ja sicherlich mal wieder neugierig auf meine Ladung. Ihr seht das, Zellulose. Auf Rollen diesmal, nicht auf Ballen. Habe ich wieder alles schön gegurtet hier. Habe jetzt gerade mal meine Gurte kontrolliert. Hier hinten habe ich wieder Kreuzgurt auf der letzten Rolle. Also einen von da nach da und einen von da nach da. Da kann ich nicht kippen. Genauso habe ich das auf der Maschine. Und da kann eigentlich gar nichts passieren, da steht das alles sicher. Unten drunter sind Anti-Rutschmatten, wie sich das gehört bei solchen Rollen. Da wiegt eine, naja, ein bisschen was über eine Tonne. So, da habt ihr das jetzt auch mal gesehen. Eigentlich wollte ich euch einen Brocken zeigen, weil wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz Brockenblick. Aber man sieht eh nichts. Weder vom Brocken noch vom Blick. Ist alles trüb und neblig. Guckt da hinten die Suppe an. Ja, dann machen wir das Auto wieder zu und fahren weiter. Hm.
Wir sind dann gleich in Aschersleben und da werden wir dann die Ladung abladen, abliefern und die freuen sich, dass sie das bekommen. So, ihr habt doch mal gesehen, was ich drauf habe und wie ich es gesichert habe. Aber das habe ich euch ja schon mal bei Papierrollen gezeigt, dachte ich, wie das funktioniert mit dem Kreuzgurt und so. Man kann natürlich auch nach hinten einen Kopfgurt machen, aber mit dem Kreuzgurt ist man schneller. In der Regel macht man Kopfgurt eigentlich immer nur nach vorne. Man kann natürlich auch nach vorne einen Kreuzgurt machen, wenn man nicht alles an der Stirnwand stehen hat. Ich habe das ja hier alles bis an die Stirnwand bündig. Auf der Maschine habe ich 9 Rollen, da habe ich eine einzelne Rolle vorne stehen und dann doppelt so wie hinten auf dem Hänger nochmal 4. Und auf dem Hänger habe ich 5-mal doppelt stehen, da habe ich nicht so den Druck auf der Lenkachse durch die einzelne. Und das hat alles ganz gut gepasst soweit. Ist das ein Sonnenaufgang? Langsam geht auch die Wolke da oben kaputt, kriegt Löcher, kommt der blaue Himmel raus. Was ist denn das für ein Verkehr auf der Gegenfahrbahn? Wo wollen denn die alle hin? Nach Bad Harzburg oder Goslar? So, hier sind wir in Aschersleben. Hier ist es nicht. Aber das ist schon hier irgendwo in dem Gewerbegebiet. Hier die nächste rechts rein. So, und dann die nächste links. Dann sind wir zumindest schon mal in der richtigen Straße. Hier. In der richtigen Straße sind wir schon mal. Das ist so eine Ringstraße. Ach, hier ist auch Mercedes. Gut zu wissen. So. Da ist es doch schon. Werde ich mich erst mal anmelden müssen. So, jetzt bin ich hier fertig. Und jetzt geht's nach Schleiz. Laden für Ingolstadt. Schleiz grüßt.
So, sind wir doch gleich da. Hurra! Mal gucken, was im Zentrum los ist. Nix. Aber absolut gar nichts. Tote Hose. Das ist im Zentrum. Aber es weht tüchtig hier. Es ist 13.10 Uhr, um 14 Uhr wollen alle gehen. So, sind wir da. Naja, mal schauen. Dort stehen schon zwei. Drei. Geht das Sauwetter wieder los? Na toll. Ach! Na schön. Dann wollen wir mal Abmarsch. Ich musste jetzt noch eine halbe Stunde Lenkzeitunterbrechung machen. Ich hatte ja erst eine Viertelstunde und ich hatte ja schon 4 Stunden 14 auf der Uhr. So, jetzt komme ich sowieso nicht mehr bis Ingolstadt runter. Jetzt fahre ich noch so weit, wie ich komme. 3, 4, 5 bis 5 maximal darf ich ja fahren. Ja, mal gucken, wo ich da lande. Naja, und dann machen wir Feierabend. 9 Stunden Pause, dann geht's nach Ingolstadt abladen, laden, dann geht's nach Saalburg. So, mit 14 Stunden 57 bin ich hier eingeflogen. Rasthof Nürnberg feucht. So, jetzt denke ich mal drüber nach. Fange ich um 3 an oder fange ich um 2 an? Das weiß ich noch nicht. Das entscheide ich noch, wie ich morgen müde bin früh. Also, morgen früh Ingolstadt abladen, Leergut laden, dann geht's nach Saalburg. Jetzt ist Feierabend, jetzt wird Abendbrot gegessen, Kommentare beantwortet und schlafen gegangen. Also dann, meine Lieben, stau- und knitterfreie Fahrt und haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss, bis morgen.